Hallo, grüß euch. Schön, dass ihr mit dabei seid zu unseren Energiespar-Lifehacks. Heute zum Thema Kühlschrank. Jeder von euch hat im Kühlschrank einen Temperaturregler. Bei uns ist der da oben. Im Kühlschrank selbst soll es 7 Grad haben und oben im Gefrierfach minus 18. Warme Speisen soll man vorher abkühlen lassen, denn sonst bildet sich leicht Kondenswasser im Kühlschrank. Jetzt haben wir genau einen umgekehrten Fall. Wenn man was auftaut, soll man das, wenn man es nicht ganz eilig hat, hingegen schon im Kühlschrank machen, da die Restkette abgegeben wird und man so weiter Energie sparen kann. Wichtig ist natürlich, dass man den Kühlschrank immer schön vollräumt und auch, wie man den einräumt. Und zwar ist ganz unten am kältesten und oben am wärmsten. Deshalb tun wir unten leicht verderbliche Speisen hinein, so wie Fisch und Fleisch oder auch Gemüse. In der Mitte tun wir Milchprodukte hinein und ganz oben haben wir Dinge wie Marmelade oder Butter. So, das war's auch schon von uns. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Mehr Infos gibt's wie immer auf unserer Website. Lasst uns ein Like da, abonniert unseren Kanal und da oben gibt's wie immer mehr Infos. Tschüss und Baba!